Hallo, hier ist der Maximilian von Polo Mobilien und in dem Video geht es einfach bloß darum, was es wirklich mit den sozialen Medien auf sich hat. Weil ich habe ja im letzten Jahr mit so vielen Maklern gesprochen und da sind sich viele nicht sicher, was bringt das Ganze denn eigentlich? Was kostet es, ja, um Online-Kontakte zu generieren? Wie funktioniert das? Funktioniert das wirklich? Und da wollte ich einfach bloß mal ein bisschen Aufschluss drüber geben in diesem Video. Und im Endeffekt kannst du es dir einfach wie folgt vorstellen. Die Plattformen online sind nichts anderes wie eine Möglichkeit, um Menschen zu erreichen. Du hast die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die in deiner Region wohnen und die eventuell Haus, Wohnung oder Grundstück verkaufen möchten. Was bedeutet das jetzt konkret? Ja, also es macht ja keinen Sinn zu sagen, okay, was kostet das, was bringt das, kann das wirklich funktionieren oder nicht, weil man muss ja bloß logisch an die Sache rangehen. Ja? Sind Menschen auf Facebook, sind Menschen auf Google, sind Menschen auf YouTube unterwegs? Ja. Sind Menschen in deiner Stadt, also Menschen, die in deiner Region wohnen, auf diesen Plattformen unterwegs? Ja. Sind Eigentümer auf diesen Plattformen unterwegs? Ja. Und deswegen ist es doch eigentlich logisch, einfach darüber nachzudenken, zu sagen, okay, Menschen in meiner Region sind auf diesen Plattformen unterwegs. Dort kann ich mit meiner Nachricht, mit dem, was ich anzubieten habe, diesen Menschen zu erreichen. Und so musst du es sehen. Man muss gar nicht darüber nachdenken, funktioniert es oder nicht, sondern man muss einfach nur logisch darüber nachdenken, gibt es Menschen in meiner Region, die auf Plattformen wie Facebook, Google, YouTube unterwegs sind? Und wenn ja, wie kann ich diese Menschen erreichen? Weil darum geht's. Ja? Angenommen, du wohnst in einer Stadt, da wohnen 100.000 Menschen. Dann wäre es doch sinnvoll, wenn diese 100.000 Menschen dich kennen. Ja? Ist ja nichts anderes wie früher, vor 15 Jahren, kannte man einen Immobilienmakler in einer kleinen Stadt vielleicht oder in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern, weil er schon lange da ist, jeder darüber spricht, ja, weil er vielleicht auf vielen sozialen Events unterwegs ist, ja, vielleicht sich auch engagiert in sozialen Bereichen, weiß jeder, hey, das ist ein Makler, den kann man vertrauen, den kennt einfach jeder, eine Person, wo jeder kennt, ja. Und heutzutage ist es einfach so, wenn du diese Person sein möchtest, die jeder kennt, die von jedem empfohlen wird, wo jeder weiß, hey, der hat einen guten Namen, der steht für was Gutes, dem kann ich vertrauen, dann ist es halt so, dass du es nicht mehr offline nur machst. Klar macht es immer noch Sinn, offline Kontakte zu pflegen, aber du kannst jetzt online noch mehr Menschen erreichen. Ja? Genauso wie du früher zum Netzwerken rausgegangen bist, kannst du jetzt zum Netzwerken online eben die Plattformen verwenden. Und du kannst Menschen erreichen, die Haus, Wohnung und Grundstück verkaufen möchten. Und das Tolle ist jetzt einfach, dass du Menschen, die in deiner Region wohnen, mit dem Gedanken spielen, zu verkaufen oder ja, dich allgemein kennenlernen, mit Informationen versorgen kannst, bevor du überhaupt mit ihnen in Kontakt bist. Das heißt, früher war es so, du hast mit jemandem genetzwerkt, der vielleicht Haus verkaufen möchte, Wohnung verkaufen möchte oder sonstiges. Und dann warst du direkt mit ihm in Kontakt und musstest ihn sofort davon überzeugen, dass deine Dienstleistung das Richtige für ihn ist. Das Tolle jetzt ist, wenn du auf den Plattformen präsent bist, hast du zwei Arten von Menschen. Entweder Menschen, die sofort verkaufen möchten oder Menschen, die noch nicht verkaufen möchten. Und das Ding ist, wenn dich jeder in deiner Region kennt, kann es sein, dass jemand dich in 5 Jahren kontaktiert, weil er dich jetzt eben schon so lange kennt, sagt, jetzt möchte ich verkaufen. Ja? Und das kannst du erreichen, indem du auf den Plattformen immer präsent bist und in den Regionen immer präsent bist. Oder du hast einen Menschen, der jetzt verkaufen möchte. Aber das Tolle ist jetzt, wenn du auf den sozialen Medien, YouTube, Facebook, Google präsent bist, kannst du, bevor du mit ihm in Kontakt trittst, ihm Vorinformationen geben. Ihm erklären, was beinhaltet deine Dienstleistung? Warum ist ein Makler notwendig? Warum soll er mit dir zusammenarbeiten? Und er kann sich all diese Videos anschauen, bevor er das erste Mal mit dir spricht. Und dann, wenn er sich die Videos angeschaut hat, sich dafür entscheidet, mit dir zu sprechen, weiß er alles über dich, er vertraut dir, er mag dich, trägt sich ein für ein Gespräch und dann ist es sehr, sehr viel einfacher, den Auftrag zu bekommen. Und das wollte ich in dem Video einfach nur mal klar machen. Es geht einfach darum, auf den sozialen Medien sichtbar zu sein, dass jeder in deiner Stadt weiß, wer du bist. Und momentan kann man wirklich kosteneffektiv bei Menschen sichtbar werden. Man kann wirklich Menschen erreichen in einer Region von 100.000. Man kann hunderttausende Menschen erreichen für ein paar tausend Euro, ja, die wirklich dich sehen, das, was du zu sagen hast, deine Message mitbekommen. So, und jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Ja? Du kannst zum einen gezielte Werbeanzeigen schalten, um Kontakte zu generieren. Ja? Wichtig ist da, dass die Inhalte, die du nach draußen verbreitest, gut sind, ja? um bezahlte Kontakte zu generieren. Was du aber auch machen kannst, ist eine Mischung. Du kannst präsent werden, einfach in deiner Region, indem du das beide vermischt. Das heißt, du lieferst gute Inhalte und tust dann Werbeanzeigen darauf schalten, bis die Menschen genug Vertrauen haben, um mit dir zu sprechen.
Ja? Also das ist der Weg, den du gehen musst. Ich kann dir noch mal ein gutes Beispiel geben. Wie ist es denn bei dir? Überleg doch mal selbst, wie viele Menschen du auf YouTube, Google, Facebook, wo auch immer verfolgst oder auf den sozialen Medien von mir aus auch. Wie viele Menschen verfolgst du? Was schaust du dir an? Hörst du dir denn zu? Was hältst du davon? Und diese Person musst du eben für Eigentümer in deiner Region werden. Und das führt dazu, dass es dir viel leichter fallen wird, Aufträge zu generieren. Ja? Und egal für welchen Bereich du dich interessierst, es gibt immer ein Video dazu. Immer wenn man eine Frage hat, das erste, was man macht, ist, hey, was ist mein Haus wert? Ich google es. Ja. Wie kann ich den Wert meines Eigentums steigern? Ich google es. Ja. Ich möchte mein Haus verkaufen. Ich google es. Ich YouTube es. Ja. So geht man voran. Und wenn dann du die Person bist, die, wenn die Person danach sucht, auftaucht mit einem guten Video und genau die Frage beantwortet, die diese Person sucht, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, den Auftrag von der Person zu bekommen. Jetzt brauchst du bloß noch eine Seite, die das dir ermöglicht. Viele klassische Webseiten von Maklern ermöglichen das gar nicht. Die haben dann extrem viele Sachen auf der Seite, aber die führen nicht dazu, dass man den Kontakt generiert. Sondern was man braucht, ist wirklich eine Seite, wo zu der Frage, die der Interessent hat, eine Antwort geliefert wird und direkt die Möglichkeit geliefert wird, mit dir in Kontakt zu treten. Und wenn du das hast, hast du einen hochqualifizierten Kontakt generiert. Ja? Das ist einfach, was ich dir in diesem kurzen Video mal mitteilen wollte. Wenn du irgendwelche spezifischen Fragen hast, wie man vielleicht am besten startet, was man machen kann, kannst du dich gerne für eine kostenlose Beratung eintragen oder auch in den Kommentaren hier schreiben, dann mache ich da ein Video zu. Wie gesagt, unter dem Video findest du auch einen Link und da kommst du auch über polo-immobilien.com einfach auf die Seite, wo du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen kannst, wo wir beide mal sprechen, wie man wirklich dafür sorgen kann, dass du in deiner Region der Immobilienmakler wirst, den jeder kennt, um konstant Kontakte zu generieren, die Haus, Wohnung und Grundstück verkaufen möchten und auch in der Zukunft den Markt dominieren kannst. Weil es wird immer mehr werden. Ja, es wird nicht weniger werden, es wird mehr werden. Und wenn du nicht jetzt langsam anfängst, eine Online-Präsenz aufzubauen, dann wirst du den anderen ja wirklich weit hinterher sein, weil es schon viele gibt, die jetzt damit anfangen. Ja, und das früher oder später wirst du leider nicht mehr drum herum kommen, eine Online-Präsenz zu haben. Momentan ist es noch relativ leicht, sich eine aufzubauen und sehr kosteneffektiv, aber es wird ein paar Monaten und Jahren nicht mehr so sein. Und deswegen, wie gesagt, trag dich unter dem Video für eine kostenlose Beratung ein, dann können wir einfach mal zusammensprechen. Oder sag unter dem Video, schreib einen Kommentar rein und sag mir, was für ein Thema dich interessiert. Und dann kann ich darüber auch noch ein Video machen. Ich freue mich drauf. Hier ist Maximilian von Polo Immobilien. Alles Liebe, bis dann.